Guck mal hier, ich habe hier auf dem Blatt Papier eine Erdbeere gekritzelt, davon ein Foto gemacht und das dann hier in die Software geworfen. Und dann gesagt, ja, machen wir mal aus der Zeichnung ein realistisches Foto. Oder Pop Art. Oder niedliches Monster. Oder als Elden Ring Dark Fantasy Dings. Als Klemmbausteinmodell. Ja, ziemlich krass, oder? Und das geht natürlich mit beliebigen Vorlagen. Mit Menschen, mit Gebäuden. Das hier ist das heiße Gebäude in Hannover. Mit Memes, mit Werbelogos, mit Ernie, mit Bert. Man lädt einfach ein Foto als Vorlage ein und schreibt dann dazu, was auf dem zu generierenden Bild zu sehen sein soll. Und dann berechnet die Software aus der Bildvorlage und dem Beschreibungstext was ganz Neues. Also zum Beispiel aus dieser Krickelzeichnung ein Foto oder aus Fienchen aus der Sesamstraße ein Kino. Und alles mit Open-Source-Software, die hier bei mir lokal auf dem Rechner läuft. Konkret ist das Stable Diffusion mit Automatic 1111 und ControlNet. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das zum Laufen kriegt. Wenn ihr keinen Rechner mit dicker Grafikkarte habt, geht das sogar auf iPhones oder iPads lokal oder sonst halt auch in der Cloud. Bleibt dran! Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Seasonic. Die Firma Seasonic kennt ihr bestimmt von ihren Netzteilen. Ja, aber nun hat Seasonic ihr erstes Lüfterkonzept auf den Markt gebracht. Das Ganze heißt MagFlow und das ist hier ein 120mm Silent-Lüfter für den Einsatz in PC-Gehäusen für Luft- und Wasserkühlung. Das Mag im Namen bezieht sich auf die magnetische Daisy-Chain-Verbindung und damit kann man den Lüfter super einfach im Gehäuse anbringen. Ja, und außerdem ist der Seasonic MagFlow 120mm durch seinen vierpoligen FDB-Motor und das angepasste Lüfterblätterdesign auch besonders leise. Mehr dazu findet ihr auf seasonic.com/magflow-120mm. Werbung Ende. Ja, so Bildgeneratoren wie DALL-E, Midjourney und Stable Diffusion sind ja eigentlich schon ein alter Hut. Also gibt es seit ein paar Monaten. Die funktionieren so, dass man hier oben eingibt, was man sehen will. Also zum Beispiel eine programmierende Schildkröte. Ja, dann wird es berechnet, mehr oder weniger gut. Man kann auch selbst ein sogenanntes Model trainieren und sich dann zum Beispiel selbst in Bilder reinrechnen lassen. Wie das geht, darüber hatten wir ja schon ein Video gemacht. So, das Problem bei dieser Bildgenerierung ist, dass da zwar super tolle Sachen mal rauskommen können, aber da ist auch viel Glück und Trial and Error dabei. Wenn ich damit Sachen mache, dann kommen auf ein gutes Bild ungefähr 10 schrottige. Und gegen diese mangelnde Kontrolle kommt jetzt ControlNet ins Spiel. Geiler Name auf jeden Fall. Das ist eine Entwicklung von zwei Forschern der Stanford Universität. Und das Ganze ist Open Source und steht auf GitHub seit ein paar Wochen zur Verfügung. Wenn ihr kein Problem damit habt, ein paar Cent auszugeben, ist eine sehr schnelle und einfache Methode, ControlNet auszuprobieren, rundiffusion.com. Das ist ein komplett fertig installiertes Stable Diffusion mit etlichen Erweiterungen, unter anderem auch ControlNet in der Cloud. Das könnt ihr dann also auch mit einem super langsamen Kartoffelcomputer nutzen, weil, ja, Cloud. Die günstige 50-Cent-Version berechnet ein Bild ohne zusätzliches Post-Processing in etwa 3 Sekunden. Also schnell genug, würde ich sagen. Auf iOS-Geräten läuft Stable Diffusion mit ControlNet sogar lokal und ist ebenfalls super simpel zu installieren, nämlich einfach mit der kostenlosen App DrawThings AI Generation. Auf einem iPhone 13 Pro dauert allerdings ein Bild 45 Sekunden. Ja, und wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte mit mindestens 8 GB Videospeicher habt, könnt ihr ControlNet in Stable Diffusion mit der grafischen Benutzeroberfläche Automatic 1111 ebenfalls lokal nutzen. Unter Windows gibt es dafür einen grafischen Installer, Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt aber auch einfach über Git auf der Kommandozeile installieren, das ist sozusagen der offizielle Weg. Unter Linux und Windows läuft Automatic 1111 problemlos, unter macOS leider mit ein paar Einschränkungen. Habt ihr Automatic 1111 laufen, müsst ihr noch ControlNet installieren. Und das ist aber wirklich super einfach. Hier auf Extensions klicken, dann auf Available, Load From anklicken und dann SD Web UI ControlNet Install. Und dann müsst ihr noch mindestens eins dieser ControlNet Models von Hugging Face herunterladen. Der Link steht auch in der Beschreibung. Am besten holt ihr euch alle 8 Models. Warum? Das erzähle ich gleich. Allerdings ist jedes 5,7 GB groß. Ihr braucht also dafür mindestens 46 GB freien Speicherplatz. Diese Models werft ihr auf jeden Fall in den Ordner Models ControlNet eurer Automatic 1111 Installation und dann einmal Automatic 1111 neu starten und zack, taucht ihr unten bei Text-to-Image das Feld für ControlNet auf.
Alles, was jetzt kommt, gilt übrigens auch für RunDiffusion.com in der Cloud, weil das ist ja einfach eine Automatic 11.11-Installation im Netz. Los startet ihr, indem ihr auf den Pfeil neben ControlNet klickt und die Optionen hier ausklappt. Ganz wichtig, das vergisst man leicht, erstmal Enable anklicken. Und dann klickt ihr einfach hier auf die Fläche und sucht euch das Vorlagenbild aus. Ich nehme hier mal so einen Screenshot aus einem 3003-Video. Ja, und jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten festzulegen, wie ControlNet das Bild interpretieren soll. Und für diese Methoden habt ihr auch die 8 unterschiedlichen Models heruntergeladen. Die Standardmethode ist Kenny. Dafür geht ihr auf Preprocessor und Model auf den Eintrag, wo ja Kenny steht. Kenny ist ein Kantendetektionsverfahren, das in den 80er Jahren von einem Herrn Kenny erfunden wurde. Wenn ihr unten auf Preview Annotator Result klickt, seht ihr immer die jeweilige Interpretation eures Bildes. Depth bedeutet Depth Map. Es wird also versucht, eine Tiefenkarte anzufertigen. Da sieht man hier in dem Beispiel ganz schön, dass der Raum, in dem ich da stehe, mehr mit einbezogen wird als bei Kenny. HID ist auch wieder so ein Kantendetektionsverfahren, aber ein softeres als Kenny. Bei HID bleibt sehr viel vom Vorlagenbild erhalten. Das eignet sich also gut zum Kolorieren von Schwarz-Weiß-Bildern oder zum Stilisieren von Fotos. MLSD findet gerade Linien und ist deshalb gut für Innen- und Außenarchitekturbilder geeignet. Normal generiert eine sogenannte Normal Map. Das ist so ähnlich wie die Depth-Tiefenkarte, aber Normal Maps scheinen hier etwas besser die Geometrie zu erhalten. Scribble ist der Modus, den ihr verwendet, wenn ihr eine gekritzelte Zeichnung als Vorlage nehmen wollt. Und Fake Scribble macht aus einem Foto halt so ein Scribble, wenn ihr nicht selbst scribbeln wollt. Richtig cool ist Open Pose. Open Pose ist quasi ein Standard, wie Körperposen computerlesbar gemacht werden. Nehme ich jetzt hier zum Beispiel meinen Screenshot und sage hier bei Preprocessor und Model Open Pose, erkennt die Software meine Körperhaltung. Ob das geklappt hat, seht ihr wieder mit einem Klick auf Preview Annotator Result. Wenn da dann so ein Strichmännchen kommt, ja, dann hat es geklappt. Und dann kann man da oben zum Beispiel eingeben, einfach Pixar Character und dann kriege ich halt Pixar-Szenen mit Figuren in dieser Körperhaltung. Wahnsinn, oder? Ja, und das war jetzt eine echte Person umgewandelt in Cartoon-Figuren, aber das geht natürlich auch umgekehrt. Falls ihr zum Beispiel mal sehen wollt, wie Memes in der echten Welt aussehen würden oder irgendwelche Cartoon-Figuren, ja, das geht da alles mit. Und man kann natürlich auch mit Bewegtbildern arbeiten, aber dieses Fass mache ich jetzt erstmal nicht auf, das ist, glaube ich, ein eigenes Video. Ja, aber ein paar Tipps aus der Praxis habe ich noch. Also ihr solltet immer das Seitenverhältnis eures Vorlagenbilds ungefähr einstellen, dann werden die Ergebnisse nämlich besser. Hier einmal oben Width und Height, das bezieht sich auf das neu berechnete Bild und einmal Canvas Width und Height, das bezieht sich auf das Vorlagenbild. Ich nehme meistens 768x512 bei Querformaten und 512x768 bei Hochformaten. Der Weight-Regler hier unten ist ebenfalls sehr wichtig. Wenn euer Bild zu sehr nach der Vorlage aussieht, schiebt ihr den nach links, wenn er zu wenig nach der Vorlage aussieht, nach rechts. Automatic 11.11 ist standardmäßig auf 20 Sampling Steps eingestellt. Nach meiner Erfahrung ist das etwas wenig für gute Ergebnisse. Ich benutze meistens 30 Steps. Und euch ist ja vielleicht auch schon aufgefallen in diesem Video, dass die Gesichter oft etwas seltsam aussehen. Dafür gibt es die Option Restore Faces. Die sollte man immer benutzen, wenn man mit Menschengesichtern arbeitet. Ah ja, genau. Und falls ihr das noch nicht wusstet, mit Batch Count könnt ihr einfach mehrere Bilder hintereinander erzeugen. Ich benutze das ständig, weil ja wie gesagt immer nur jedes 10. Bild richtig gut wird und deshalb lasse ich immer gleich mehrere generieren. Mein Fazit. Ja, wow, also diese Bildgenerierungstechnik mit ControlNet, die wird sehr sicher künftig in Standard-Kreativsoftware einfließen, weil das natürlich super praktisch ist, irgendwie so eine super ungenaue Zeichnung irgendwo hinzurotzen und dann einfach zu sagen, hier mach mal Foto draus. Oder irgendwelche vorhandenen Bilder total einfach komplett zu remixen. Das ist, und das meine ich, wird nicht völlig ernst, eine Revolution im Kreativprozess. Aber ganz klar ist das zum Beispiel für einige Leute wie Illustratoren auch ein riesiges Problem. Weil je besser die Technik wird, desto mehr Anwendungen wird es geben, wo man vielleicht keine Illustratoren mehr braucht. Und das große, riesige Problem ist natürlich, dass diese neuen Bilder aus dem kreativen Output von echten Menschen generiert werden. Also Stable Diffusion und Co. sind ja mit Milliarden Bildern aus dem Netz trainiert worden. Und die Kreativen, die diese Bilder gemacht haben, ja, die haben
leider gar nichts davon. Die Macher von Stable Diffusion packen das Problem jetzt zumindest ein ganz kleines bisschen an. Man kann nämlich noch bis zum 3. März 2023, also dem Tag, an dem das Video hier rauskommt, unter haveibeentrained.com mitteilen, dass die eigenen Bilder in der kommenden 3.0-Version von Stable Diffusion nicht verwendet werden dürfen. Also das ist ein kleiner Schritt zumindest, der das Problem aber natürlich nicht ansatzweise lösen wird. Ich gehe aber sowieso davon aus, dass diese halsbrecherische Geschwindigkeit der KI-Entwicklung gerade sowieso noch zu sehr vielen Diskussionen und Problemen führen wird. Wenn ihr weiter in Sachen KI auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr gerne diesen Channel hier abonnieren, denn das Thema, das wird uns hier bestimmt noch ein bisschen begleiten. Tschüss!